false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. God is keeping track of every lie. There is no escape. Proverbs 19:5. I will tell the truth, for God will punish every lie. Proverbs 19:5. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. Proverbs 19:5. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Dieses Video heißt Ökumene, Weltgemeinschaft zur Zeit Jesu und ist Kapitel 2 eines Buches, das ich jetzt im Augenblick noch nicht weiter erkläre, worum es geht. Das tue ich am Ende dieses Videos und ich werde einfach dieses zweite Kapitel einmal lesen. Nur ich möchte euch vorher schon mal sagen, als ich das zum ersten Mal vor knapp 14 Tagen gelesen habe, musste ich mir vor Lachen nicht nur auf die Schenkel klopfen, sondern bin ich sogar beinahe vom Stuhl gefallen. Mir kamen die Tränen. Ich konnte es gar nicht richtig lesen. Wollen wir mal sehen, ich lese es heute zum zweiten Mal und dann bin ich noch mal gespannt, ob ich heute noch genauso lachen muss oder ob das vielleicht ein bisschen weniger ist. Aber wenn ihr euch vor Lachen nicht mehr einhalten könnt, dann kann ich nur anraten, drückt da mal eben auf Pause. Ich werde in der Zwischenzeit ein paar Bilder abspielen, die ich hier auf dem Movie Maker vorbereitet habe. Jedes Bild 45 Sekunden und da könnt ihr euch inzwischen ja mal anschauen. Das ist wieder eine neue Art, ein Video mal zu machen. Aber ich lese jetzt Ökumene und Weltgemeinschaft zur Zeit Jesu. Na, dann schaut euch mal die Bilder an in der Zwischenzeit und ich lese dann mal. Eine Legende ist der Untertitel. Endlich begann sich das zu erfüllen, was die Engel auf den Feldern Bethlehems den Hirten versprochen hatten. Friede auf Erden allen Menschen, die guten Willens sind. Wie ein frischer Frühlingswind wehte der neue Geist durch das jüdische Volk. Die Sehnsucht nach Frieden war so groß geworden, dass man bereit war, jedes Opfer zu bringen, das dieses Sehnen zu stillen versprach. Man war des religiösen Gezänkes müde geworden. Schließlich gab es doch nur einen Schöpfer, der alle Menschen geschaffen hatte. Waren damit nicht auch die Goyim, die Heiden, als Kinder Gottes anzusehen? Selbst die radikalen Fanatiker unter den Schriftgelehrten stellten ihre theologischen Streitfragen zurück und öffneten sich dem Charisma des Geistes, dem Ruach, der brütend über der Erde eine neue Menschheitsfamilie ins Leben rufen wollte, die Ökumene, die Weltgemeinschaft aller Rassen, Nationen und aller Religionen. Er brauchte nur den guten Willen der Menschen dazu. In diesem Moment trat Jesus auf. Er wollte das Reich Gottes auf Erden gründen, ein ewiges Friedensreich. Er war ein glühender Volksredner, der alle Menschen in seinen Bann schlug, denn er wusste, was er Menschen war. Er erriet ihre Wünsche und gab jedem Zuhörer, was dieser wollte, denn er sah, dass das Menschenherz gut war von Jugend auf. Darum wagte es Jesus auch, ihnen seine geheimsten Gedanken zu offenbaren und wurde von allen verstanden und hoch gefeiert. In der Glut der Begeisterung für ihren geliebten Führer sah das Volk in seiner blühenden Fantasie ihn als einen Mann, der Wunder tun konnte. Ihre Tagträume gaukelten ihnen vor, wie er Unmögliches vollbrachte, entgegen allen Erwartungen der Wissenschaft. Er konnte die Schwerkraft überwinden und auf dem Wasser gehen. Er vermochte die Gesetze von Materie und Energie zu beherrschen, indem er Brot brach und vermehrte und damit Tausende von Hungernden speiste. Wie in einem Traum wurden alle satt und zufrieden. Dann kamen die vielen Kranken und Leidenden zu ihm. Sie stellten sich durch ihre Visualisierung ihre Heilung durch Jesus vor und wurden durch diesen Glauben alle gesund. Dass die Heilungen Jesu nur Einbildung sein sollten, konnten die Ärzte in Israel nicht glauben. Es war offensichtlich, dass die Lahmen wieder gehen konnten, die Blinden sehen und die Tauben hören.
Jesus heilte einen Blindgeborenen. Dazu gehörte aber, dass Millionen von neuen Gehirnzellen geschaffen werden mussten, denn diese Sehzellen entwickeln sich erst mit der Aktivierung in den ersten Wochen des Neugeborenen. Bei jedem Sehvorgang werden die Sinneseindrücke durch die Gedächtnisinhalte anderer Zellen geprüft und eingeordnet. Also mussten auch die Milliarden gespeicherter Gedächtnisstrukturen in den Zellen neu geschaffen werden, damit ein Blindgeborener wieder sehen konnte. Das aber ist ein Schöpfungsvorgang, zu dem kein Mensch fähig ist. Ähnlich ist es, so sahen es die Ärzte, mit der Heilung von Verkrüppelten. Neue Knochensubstanz, neue Muskelzellen, Sehnen, Blutgefäße und Nervenbahnen mussten geschaffen werden, sowie im Gehirn neue Zentren für den Bewegungsablauf, damit zum Beispiel der Mann mit der vertrockneten Hand in der Synagoge seine Hand ausstrecken konnte und sie wieder völlig normal war wie die andere gesunde Hand. Die Ärzte wollten darum in Jesus den Schöpfer selbst erkennen und schauten ihn fragend an. Doch Jesus lächelte. Ha, das könnt ihr doch auch, wenn ihr nur Glauben habt. Sogar die Toten standen auf. Der Jüngling zu Nain, das Töchterlein des Jairus und Lazarus. Daran fanden besonders die Obersten des Volkes Gefallen und wollten diese angeblichen Tricks der Massensuggestion von ihm erlernen. Aber sie erkannten bald, dass es nur Träume der Ungebildeten waren. Jedenfalls war das ihre Ansicht, nachdem sie genügend Zeugen darüber verhört hatten. Vor allem die Frauen fühlten sich von Jesus so tief in ihrem Innersten verstanden wie von keinem anderen Mann. Sie vergaßen ihr Sehnen nach Emanzipation und bekehrten sich alle zu Jesus. An ihrer Spitze stand seine Mutter, Maria. Sie wich keinen Augenblick von seiner Seite, sah tief in sein Herz hinein und verstand jedes Wort ihres geliebten Sohnes. So konnten alle, die in ihrem Begreifen etwas zu langsam waren oder vor lauter Scheu und Ehrfurcht sich nicht in seine Nähe wagten, bei ihr Rat und Hilfe finden. Nun wurde sie von Jesus sogar zur Mittlerin und Miterlöserin der Menschheit erhoben, geachtet und angebetet vom ganzen Volke. Ihr seid meine Brüder und Schwestern, erklärte er seinen Nachfolgern, aber Maria ist die Königin des Himmels. Viele Übereifrige im Volk wollten in Jesus gar den Sohn Gottes sehen, den einzigen Zugang zum Vater, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er aber lehrte sie, niemand kommt zum Vater als durch sich selbst, allein durch die Bewusstseinserweiterung seiner eigenen Gedanken. Gott ist im Ich und das Ich ist Gott. Als aber trotzdem einige der Gelehrten ihm göttliche Ehren erweisen wollten, winkte er bescheiden ab, ich und der Vater sind doch nicht eins. Ihr müsst nicht glauben, dass derjenige, der mich sieht, damit auch Gott sieht. Lasst nur den Mythos von einem Gottmenschen fahren. Hartnäckige Pharisäer aber stützten sich auf das Gesetz und behaupteten, dass sich die Prophezeiungen im Alten Testament auf den Messias beziehen. Mehr als 300 einzelne Weissagungen im Gesetz Mose, in den Schriften und in den Psalmen seien schon vor 500 Jahren, ja vor einem und vor eineinhalb Jahrtausenden geschrieben worden. Sie alle sollten sich im Leben, im Sterben und im Auferstehen des Messias doch erfüllen. Dieses Argument musste Jesus besonders entkräften. Intensiv indoktrinierte er seine Jünger im kleinen Kreis und dann auch das Volk öffentlich im Tempel. Eigentlich seien jene prophetischen Worte nur Apokalyptik, also Bildersprache, die ja jeder nach eigenem Belieben auslegen und ausmalen könne. Worauf es in Wirklichkeit ankomme, sei das Jetzt und Hier, in dem Gott heute jedem Menschen begegne, durch die guten Werke der Mitmenschen. Das Es steht geschrieben, dürfe man nicht so wörtlich nehmen. Gott sei doch kein Buchstabenreiter. Begierig saugte das Volk solch ein soziales Evangelium auf. Es war genau das, was sie brauchten. Gemeinnutz geht vor Eigennutz. Jeder sollte seinen Mitmenschen helfen. So würde schließlich die ganze Welt gewonnen werden. Arbeit, Brot, Wohnung, Gerechtigkeit und Frieden wären die Folge in diesem Paradies der Arbeitenden auf der ganzen Erde. Diese frohe Botschaft vom guten Nachbarn mache jeden Menschen zum Sozius, zum liebenswerten Genossen. Diese Hoffnung auf eine Ökumene, eine Weltgemeinschaft, begeisterte das ganze Volk. In seiner Friedensarbeit für diese Ökumene nahm sich Jesus zuerst der streitenden Theologen an. Den Liberalen, der Sekte der Sadduzäer, wies er aus der Bibel nach,
dass die Toten nicht leiblich auferstehen, sondern nur eine geistige Wiederkehr in ihren Nachkommen erleben würden. Die Sadduzäer waren begeistert und schlossen sich freudig ihm als ihrem Meister an. Das war wirklich ihr Mann. Weil Jesus in diesem Umerziehungsprozess das Gesetz Mose benutzte, waren auch die konservativen und gesetzestreuen Pharisäer bald gewonnen. Sie sahen nun das Gesetz in einem neuen Licht, nicht im alten Wesen des Buchstabens, sondern im neuen Wesen des Geistes. Jetzt sah man sie ebenso begeistert wie ihre frühen Kontrahenten, die Sadduzäer. Sie passten nun ihre Auslegungen der neuen Geistesströmung an und wussten, was sie dem modernen Menschen zumuten konnten. Ihre neue wissenschaftliche Exegese war fern von aller mythischen Träumerei und mythologischer Tradition. Der alte Hut in der Auslegung war nun der moderne gewichen. So reichten sich Sadduzäer und Pharisäer die Hand und stritten nicht mehr miteinander. Jesus lächelte. Dann ging Jesus noch einen Schritt weiter. Das Gesetz müsse geöffnet werden, und zwar in Richtung der Heiden, der Goyen. Gott lasse seine Sonne scheinen über die Guten und die Bösen, er lasse regnen über Gerechte und Ungerechte. Deshalb sei Gott auch der Gott des Heidentums. Er mache keinen Unterschied mehr zwischen Gerechten und Ungerechten. Ihm seien alle recht und daher würdig, in das Himmelreich zu kommen, auch ohne eine längst veraltete Buße oder Umkehr. Besonders Nikodemus, einer der Obersten unter den Juden, nahm diese Erkenntnis zu Herzen. In geheimer Aussprache mit Jesus wurde ihm klar, dass jeder Mensch durch seine natürliche Geburt von Gott vorherbestimmt sei zum ewigen Leben. Er brauche nur noch mit ein paar Tropfen Wasser besprengt werden, dann sei er gerettet. Alle unsterblichen Seelen werden durch eine heilige Handlung vom Verderben errettet werden. Das bereitete Nikodemus anfangs noch einige Denkschwierigkeiten, weil die Bibel nur von der sterblichen Seele spreche, die erst am jüngsten Tag auferweckt werde zum ewigen Leben. Doch er ließ sich gern von diesem Meister auf dem unfehlbaren Lehrstuhl, auch ohne Schriftwort, überzeugen. So war es Jesus schließlich gelungen, auch die Hirne der härtesten Zweifler von ihren Irrtümern reinzuwaschen. Wo seine gruppendynamischen Methoden und seine Massensuggestion nicht ausreichten, da ließ er Intensivkreise mit Studienanleitungen seiner neuen Ideen bilden. In solchen charismatischen Gruppen wurden auch die noch kritischen vom Frühlingswind der neuen Zeit erfasst. Die Kinder lagen Jesus besonders am Herzen. Er versammelte sie um sich, segnete sie und sprengte einige Tropfen Wasser auf ihren Kopf. Er nannte es Taufe. Die Eltern wünschten sich ja die Rettung ihrer Zöglinge, und zwar je früher, desto besser. Diese Errettung des sündigen Säuglings geschehe im Augenblick durch eine magische und automatische Wiedergeburt infolge der Besprengung mit heiligem Wasser. Einige der Jünger Jesu waren dabei etwas verwirrt, weil sie zuvor im Auftrag des Meisters nur Erwachsene durch Untertauchen im Jordan getauft hatten. Es waren solche Menschen, die ihre Sünden bereut und Buße getan hatten mit dem Ziel, ein neues Leben zu beginnen. Besonders Johannes der Täufer war an dieser neuen Tauflehre Jesu total irre geworden. Aber er änderte seine Einstellung durch eine besondere Botschaft, die Jesus ihm ins Gefängnis überbringen ließ. Das geht schon los hier. Hier war er gelandet, weil seine kompromisslosen und harten Worte den König erzürnt hatten. Nun war der König Herodes über diesen überraschenden Gesinnungswandel seines Gefangenen so erfreut, dass er ihn anlässlich seines Jahrestages, bei dem auch die Tochter des Herodias, der Herodias mit ihren Tänzen alle Anwesenden bezauberte, aus dem Kerker holen ließ und ihn zu seinem Erziehungsminister ernannte. Am schwersten war es für Jesus, den Nationalismus der Juden zu wandeln. Sie hielten sich ja für das auserwählte Volk Gottes. Dass Gott alle Menschen gleich geschaffen habe, hielt er ihnen vor Augen. Durch die medizinisch-psychologischen Erkenntnisse des Wesens Mensch fallen alle nationalen und rassischen Unterschiede weg. Überhaupt müsse man die Schöpfung im neuen Licht der modernen Wissenschaft sehen. Das wissenschaftliche Weltbild erkläre, dass die Welt von Gott nicht in 6 Tagen von je 24 Stunden geschaffen sei. Obwohl er dies durch seine Allmacht leicht vermocht hätte, nein, es seien 6 Perioden von vielen Jahrmillionen gewesen. Bald hatte Jesus alle Schriftgelehrten überzeugt. Sie nahmen ihm die neue Exegese des Alten Testaments voll Vertrauen ab. Es gab keinen mehr, der noch so primitiv war, an das 6-Tage-Werk der Bibel zu glauben.
Der Frühlingswind der neuen Weltgemeinschaft hatte sie alle nach oben gerissen, aus den Niederungen des ursprünglichen und buchstäblichen Schriftglaubens empor in die Freiheit des Geistes. Im neuen Licht erstrahlte auch der Mithras-Kult. Mithras war der hochverehrte Sonnengott des Kaisers. Diesem Kult fiel noch etwas anderes zum Opfer, was seit Anbeginn der Welt bestanden hatte. Es war der Sabbat der 10 Gebote, der 7. Tag der Woche, den die Menschen seit der Schöpfung der Welt und die Juden später feierten. Nicht mehr jüdisch-national dürfe man darüber denken, sondern weltoffen und interkonfessionell. Der Sonntag, der heilige Dies Solis, also der ehrwürdige Tag der Sonne, sollte jetzt zu Ehren des römischen Kaisers gehalten werden. Der Kaiser bezeichnete sich als Pontifex Maximus, höchster Oberpriester und Stellvertreter Gottes des Mithras. Wenn er den Sonntag als den wöchentlichen Feiertag zu halten gebiete, dann solle man um der guten Ordnung willen mitmachen. Der soziale Friede und die Einheit im Staate müssen erhalten bleiben. Es sei nicht recht, wenn man Kaiser und Gott trenne und jedem nur das gebe, was ihm gebühre. Nein, man müsse erkennen, dass der Kaiser von Gott sei. Wenn er sich auch als Sohn Gottes, des unbesiegbaren Sonnengottes Sol Invictus sehe, so dürfe man nicht ignorieren, dass Gott selbst ja die Sonne schuf und auch den Kaiser in sein Amt gesetzt habe. Ihm müsse man nun gehorchen. Es brauchte einige Zeit, bis sich die Juden vom Sabbat zum römischen Sonntag bekehrt hatten, aber für Jesus taten sie schließlich alles. Später schrieben seine Jünger auf, wie Jesus die Feier des ersten Tages der Woche anstelle des 7. Tages geboten hatte. So berichten viele Stellen des Neuen Testaments vom Sonntag, vom Sabbat, wird gar nicht mehr gesprochen. In einem Punkt hatten die Jünger Jesu ihren Meister noch nicht verstanden. Sie waren alle heimlich schwer bewaffnet, denn sie versteckten scharfe Schwerter unter ihren Mänteln. Nein, lehrte Jesus sie, zieht eure Schwerter und bringt alle um, die sich uns nicht beugen wollen. Lasst die Schwerter nicht kalt werden von ihrem Blut. Erschlagt alle, die Gottes Ordnung widerstehen, denn der Staat ist Gottes Dienerin und trägt das Schwert nicht umsonst. Er zitierte in fließendem Latein den Satz Deus larva humana indutus latet sub principe vel judice. Ultra lavam debeo respicere deum sive dei officium. Das heißt, Gott ist hinter der menschlichen Maske des Fürsten oder Richters verborgen. Gott müsse man hinter der Maske sehen oder das Offizium Gottes. So wurden durch solch ein heiliges Offizium alle Andersgläubigen als Heretiker und Sektierer, als Rassisten und Querulanten und ich füge hinzu, als Terroristen, als Fundamentalisten und Konservative niedergemetzelt. Sie hatten sich dem neuen Licht der Theologie der Befreiung und der sozialen Revolution nicht beugen wollen. Sie fielen darum ohne Rücksicht auf Alter oder Geschlecht dem Schwert Gottes zum Opfer. Vielen im Volk ergrauste es beim Anblick dieses gnadenlosen, blutigen Massakers, aber keiner wagte dies öffentlich zu zeigen. Friede war ja nur denen verheißen, die guten Willens waren. Das Volk hatte darum demokratisch entschieden, Vox Populi, Vox Dei. Die Stimme des Volkes ist die Stimme Gottes. Jetzt verstanden alle das Wort Jesu. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Petrus hatte seinem Meister zwei Schwerter gezeigt. Ja, sagte dieser, das reicht. Eines ist für die Diener Gottes und eines für die Diener des Staates. So waren auch in diesem so ernsten, aber doch heiligen Werk Gott und Kaiser ganz eines Sinnes. Jeder im Volke hatte es begriffen. Willst du nicht mein Bruder sein, so schlag ich dir den Schädel ein. Es war Jesus ganz klar, wenn er die ganze Welt gewinnen wollte, eine Weltgemeinschaft und Weltregierung als das Reich Gottes auf Erden gründen wollte, dann müsste er auch den Kaiser dafür gewinnen. Als er diesen Plan dem Hohen Rat in Jerusalem offenbarte, stimmten alle einmütig zu. So begeistert waren sie über die Theologie der Befreiung ihres geliebten Rabbis aus Nazareth. Die Befreiung vom römischen Joch durch Wandlung des Kaisertums zur Weltregierung hin. Es begannen Verhandlungen mit Pilatus, dem Statthalter des Kaisers, in Palästina. Hoch erfreut war dieser Staatsmann, als er erkannte, dass auch Jesus in der Wahrheitsfrage das gleiche pluralistische Verständnis wie er hatte. Die beiden wurden ein Herz und eine Seele.
Pontius Pilatus sandte eilends einen Boten zum Kaiser nach Rom mit der äußerst erfreulichen Nachricht, dass sich das jüdische Volk von seinem kaiserfeindlichen, separatistischen Nationalismus und seiner von Hass und Rebellion schwangeren Unart nun zum Kaiser bekehrt habe. Dies sei dem berühmten Rabbi Jesus zu verdanken. Der Friede sei in Palästina ausgebrochen. Nicht ein Kompromissfriede, sondern ein Friede des guten Willens. Auf diese Botschaft hin beauftragte der Kaiser einen Legaten nach Jerusalem zu reisen und diesem Rabbi Jesus, dem Friedefürsten, den Lorbeerkranz des Kaisers auf Haupt zu setzen und ihm viele reiche Geschenke zu überbringen. Eine multinationale Staatsfeier für den Sieg des Friedens, den Jesus gestiftet hatte, sollte öffentlich auf einer Anhöhe vor den Toren der Stadt mit Namen Golgatha stattfinden. Ein prächtiger, tragbarer Thron war auf diesem Hügel errichtet. Unter der Leitung des Hohen Rates jubelte das ganze Volk Jesus zu, als er bereitwillig auf dem Thron Platz nahm. Alle neigten sich in Ehrfurcht vor ihm. Unter dem hellen Schall der silbernen Trompeten nahte sich der Legat des Kaisers und krönte Jesu Haupt mit der Lorbeerkrone des römischen Kaisers. Nun brach der Jubel des Volkes los und wollte kein Ende nehmen. Diese Begeisterung erfasste auch die sonst so rauen römischen Besatzungssoldaten und Offiziere. So war es kein Wunder, dass sie Jesus schließlich in einem Triumphzug bis nach Rom zum Kaiser brachten. Dort war inzwischen alles für die große Feier des Weltfriedens vorbereitet worden. Der ganze Weltkreis, die Ökumene, sollte sich jetzt der einen Weltregierung und der einen Weltreligion des einen Gottes erfreuen. Nun waren Gott und Welt eins geworden. Wer der Welt Freund war, der war Gottes Freund. Panem et circenses, Brot und Spiele waren jedem Bürger der einen sozialen Weltgemeinschaft sicher. Jesus hatte dem Volk das Brot gegeben, nun wollte der Kaiser noch die Spiele zum Vergnügen der Menschen hinzufügen. Zum ersten Mal seit vielen Jahren wurde das Pantheon in Rom, der Tempel für alle Götter, geöffnet. Es durfte nach römischem Recht nur dann aufgetan werden, wenn im ganzen Imperium Romanum Frieden herrschte. Jetzt war es soweit. In einer unbeschreiblich prächtigen Prozession zogen Jesus und der Kaiser nebeneinander in das große, runde Gewölbe des Tempels ein. Die runde Kuppel war ein Symbol für den ganzen Erdkreis. Hunderte von Mädchen in weißen Gewändern mit brennenden Kerzen in den Händen begleiteten die Prozession von Erleuchteten und erleuchteten die heilige Halle, und ebenso viele Knaben schwangen Weihrauchgefäße, so dass eine Wolke des Wohlgeruchs das Pantheon erfüllte. Sie war ein Symbol für die Shechina, die heilige Wolke der Gegenwart Jahwes, des Gottes Israels im Heiligtum in der Wüste. Shekina nennt man das im Englischen, ne? Unter dem mächtigen Schall der silbernen Trompeten und der Posaune Gottes, umbraust vom Jubel des Volkes, ja man kann sagen vom Jubel der Völker aller nun vereinten Nationen, zogen jetzt die Würdenträger der neuen Weltreligion hinter dem göttlichen Paar in das Pantheon ein. Man sah die Priester der einzelnen Weltreligionen und der Nationalreligionen, der Stammeskulte und ihrer Propheten, die Prediger aller Sekten, die Gurus und Wunderheiler, die Sonderlinge und die Heiligen, Männer und Frauen in heiligen Priestergewänden, Eremiten und Asketen in schlichter Kleidung. Es fehlte auch nicht einer in dieser großen Weltfamilie, der Ökumene der Kinder Gottes auf Erden. Aus allen Kehlen erscholl, wie mächtiges Meeresrauschen, der brausende Ruf der Massen: Friede! Friede, Friede durch den Tempel. Noch nie gab es eine so prächtige Auferstehungsfeier auf diesem Erdball, denn das verlorene Paradies war nun wieder auferstanden. Roma aeterna, Pax aeterna, Rom sei ewig, Friede für immer, schwoll der Jubel an und erfüllte nicht nur das Pantheon, sondern hallte wieder in den Straßen und Plätzen Roms zu beiden Seiten des Tibers. Ja, man konnte es fühlen, der Jubel setzte sich fort bis an die Enden des Erdkreises. Die Freude erreichte ihren Gipfel, als der Kaiser in feierlicher Deklaration verkündete, dass er beschlossen habe, seinen Thron in die Hauptstadt der Welt, nämlich nach Jerusalem, zu verlegen.
Jesus nickte zustimmend und lächelte. Er sah schon die Worte Jesajas in seinem zweiten Kapitel erfüllt. Friede für alle Völker auf dem Berge Zion. Der feierlichen Erklärung des Kaisers fügte Jesus nun die seine, nicht weniger feierliche, hinzu. Die Ökumene, der ganze Weltkreis, sei von heute an dem Herzen Marias geweiht. Sie sei die Himmelskönigin und die Garantie für den ewigen Weltfrieden. Bei diesen Worten Jesu nickten die hierher geeilten Priester der Göttin Diana in Ephesus zustimmend mit dem Haupt. Für sie war es einfach, den Namen ihrer Göttin umzubenennen in den Namen der Maria, der Gottesgebärerin. Es blieb ja die gleiche Verehrung der Weiblichkeit. Gottes, eben nur mit einem anderen Namen, dem der Maria. Und wieder brauste der Jubel des Volkes in voller Zustimmung durch die heiligen Hallen. Maria Aeterna! Ewig lebe Maria! Welch ein Segen war schon von der heiligen Jungfrau ausgegangen, und wie viele Wunder und Heilungen hatte sie selbst bewirkt! Fortan sollte der heilige Sonntag, der Tag zu Ehren des Sonnengottes des Kaisers, in der ganzen Welt gefeiert werden, zum Preis der Miterlöserin Maria, der Mutter Gottes, wie sie sich selbst bescheiden nennen durfte. Bei der Jubelschar herrschte die junge Generation vor. Unter den Älteren waren manche noch etwas zögernd, so schien es, doch dann stimmten sie lauthals in den Lobpreis mit ein. Sie waren es ja gewohnt, sich anzupassen, infolge ihrer religiösen Erziehung und auch, weil sie es für opportun hielten, in die gleiche Richtung mit der Masse zu laufen. Bei dieser Weltfriedensfeier schaute heimlich ein Zuschauer von oben herab auf das große Spektakel. Es war ein Mächtiger aus der unsichtbaren Welt der Außerirdischen. Er konnte von einem Punkt der Erde, von dem alle Reiche der Welt in einem Augenblick sah, alles beobachten. Er schaute zufrieden auf den großen Jubel der Erdbewohner herab. Es war Luzifer, der Fürst dieser Welt, wie ihn Jesus nannte. Ja, er wurde sogar als Gott dieser Welt bezeichnet. Einmal hatte er Jesus von einem überirdischen Aussichtspunkt alle Nationen der Erde in einem Moment gezeigt, mit dem verführerischen Angebot: Alle Reiche der Welt sind mir gegeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du niederfällst und mich anbetest, sollen sie alle dir gehören. Nun, Jesus hatte damals entrüstet abgelehnt. Es steht geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, anbieten und ihm allein dienen. Jetzt aber, so freute sich Luzifer, hatte es sich Jesus doch anders überlegt, denn alle Reiche der Welt lagen ihm zu Füßen. Er war mit dem Kaiser, dem Repräsentanten Luzifers auf diesem Planeten, eins geworden in der Oikumene, der Herrschaft über die Erde. Luzifer lächelte und zwinkerte mit dem Auge. Doch einen Augenblick später wurde er ganz ernst. Ja, er schien richtig besorgt zu sein. Er überblickte gerade vorausschauend die 20 Jahrhunderte der christlichen Ära, die ihm zur Vorbereitung dazu dienten, dass seine Vision von der Weltgemeinschaft sich von einer Legende zur blutigen Wirklichkeit mauserte. In diesen 2000 Jahren war er leicht mit den Störfrieden fertig geworden, die seinen Plan widerstanden. In diesen 2000 Jahren war er leicht mit den Störenfrieden fertig geworden, die seinem Plan widerstanden. Als Ketzer hatte er sie verbrennen lassen, aber jetzt, da sein Plan vor der Vollendung stand, sah er noch eine Schar von Sektierern, die wirklichen Glauben an Jesus hatten und seine Gebote hielten, als Zeichen, dass Gott durch den Heiligen Geist tatsächlich in ihnen wirkte. Sie erkannten die beginnende Ökumene als ein Täuschungswerk Luzifers. Selbst die nationalen Arbeitsgemeinschaften der verschiedenen Denominationen als Wegbereiter für die Weltgemeinschaft lehnten diese Störenfriede ab. Zuerst wollte sie Luzifer mit List gewinnen und zum Schweigen bringen, indem er ihnen Ehre, Anerkennung und Gewinn versprach. Als sie aber seinen Plan durchschauten, wurde er feuerrot vor Zorn und beschloss, alle Macht dieser Welt aufzubringen, um sie zu vernichten. Am meisten ärgerte es ihn, dass diese Rebellen auf das wirkliche und sichtbare Wiederkommen Jesu zur Errichtung seines ewigen Reiches voller Freude und Hoffnung warteten. Er wollte ihre Hoffnung zunichte machen, aber es gelang ihm nicht. Die Nacht dieser Erde verging und der letzte Tag brach an. Wir enden eben mit einer
Anmerkung am Ende dieses zweiten Kapitels des Buches. Hier ist ein Angebot für den Leser dieser Legende. Wer beim Nachdenken darüber das Neue Testament zur Hand nimmt und damit alle Anstöße in der Erzählung vergleicht, wird 20 oder 30 Aspekte und mehr finden, die hier im krassen Widerspruch zum Evangelium, zur Bibel stehen. Wer eine Liste davon mit einem kurzen Hinweis auf die entsprechenden Zitate und Quellen aus dem Neuen Testament aufschreibt und sie an die Herausgeber dieses Buches schickt, erhält ein Buch als Anerkennung. Für 30 und mehr Themen mit Bibelstellen ist der Preis für seine Mühen das Buch über die Prophetie Daniels und für 20 Punkte mit Textangaben das Buch Leben nach dem Leben. Die Bibelstellen am Schluss jeder Seite können dabei helfen. Ich habe natürlich die ganzen Bibelstellen, die der Autor hier vermerkt hat, nicht mit aufgeführt. Die sind unten an der Seite mit aufgeführt. Da ging es ja auch gar nicht drum. Es ging mir ja auch gar nicht darum, diesen Text jetzt zu analysieren, weil sonst hätte ich ja bei der Befreiungstheologie darauf angesprochen, dass das Kardinal Bellarmine ist, der Vater der Befreiungstheologie und der Vater der jesuitischen Zukunftslehre des Antichristen. Es ging mir hier darum, obwohl ich jetzt nicht so viel gelacht habe wie beim letzten Mal, war da was echt, da habe ich glaube ich über eine halbe Stunde fürs Lesen überhaupt gebraucht. Es ging mir ja gar nicht darum, jetzt auch mal wirklich lustig zu sein, aber es ging mir darum, euch mal deutlich zu machen, Ökumene, Weltgemeinschaft zur Zeit Jesu, stellt euch mal vor, die Ökumene, so wie wir sie heute erleben, 2017, wie wir sie heute erleben im Nachlauf des Zweiten Vatikanischen Konzils der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts, wenn das zu der Zeit damals gewesen wäre, wie die Welt dann ausgesehen hätte. Und das ist im Grunde nur ein Spiegel dessen, wie die Welt in der Zukunft aussieht. Ja? Friede, Freude, Eierkuchen nenne ich das alles mal. Alle sind gleich in dieser Lesung, ja, haben wir ja gemerkt. Ne? Es spielt keine Rolle mehr, ob man Heide ist oder ob man Gläubiger ist. Die Ökumene wird's richten. Gott hat alle lieb, die Sünder und auch diejenigen, die nicht sünden. Ja, natürlich hat Gott Sünder lieb, versteht mich nicht verkehrt, aber Sünder, die bereuen. Gott liebt die Menschen, aber hasst die Sünde. Also musst du als Mensch von der Sünde bereuen und dann wirst du auch von Gott anerkannt. Dann wirst du auch von Gott gerettet. Also, Ökumene und Weltgemeinschaft zur Zeit Jesu. Ich fand das ein furchtbar lustiges Kapitel, zweites Kapitel in dem Buch. Und das Buch heißt, und das werde ich euch dann auch gleich mal zeigen, das Buch, wo habe ich denn das hier? Wollen wir eben gucken. Kobialka. Das Buch heißt Ökumene und Weltregierung. Ja, ist geschrieben von dem Autor Dr. Martin Kobialka. Dr. Martin Kobialka, das Buch ist übrigens erschienen im Sommer 1994, also ein Jahr nachdem das Buch erschienen ist, das ich ja im Augenblick auf meinem Kanal lese, Alle Wege führen nach Rom von Michael de Semlien in Deutsch, ne, wisst ihr ja. Dieses Buch erschien also ein Jahr danach. Dr. Martin Kobialka ist Jahrgang 1928 und war Professor an der renommierten Andrews University in Michigan, USA. Die Andrews University in Michigan, in den Vereinigten Staaten von Amerika, ist eine Siebentags-Adventisten-Universität. Nun interessiert mich nicht, dass er Siebentags-Adventist ist, weil ich habe das Buch durchgelesen und natürlich viele Dinge, mit denen ich nicht einverstanden bin, ja, darüber mache ich dann Kommentare, wenn ich das Buch lese. Aber das Buch heißt Ökumene und Weltregierung. Und es kann ja nun niemand abstreiten, dass wir in der Zeit der Ökumene leben und dass wir auf eine Weltregierung zustreben. Und damit beschäftigt sich der Autor in diesem Buch. Nun, mir ist es wurscht, aber wirklich völlig wurscht, dass er Siebentags-Adventist ist. Weil, wenn ich ein Buch lese von Malachi Martin, der ein Jesuit ist, mit dem Titel The Keys of This Blood, oder ich lese ein Buch von Avro Manhattan, wie zum Beispiel Vietnam, Why Did We Go, der ein Malteserritter war. Oder wie Tom Fress getan hat, das Buch zu lesen von Francis Rooney, Global Vatican, der auch ein Malteserritter war. Das macht uns ja nicht zu Malteserrittern, weil wir die Bücher lesen. Aber in diesen Büchern steht viel Wahrheit drin und man muss eben nur die Wahrheit rausfiltern. Wie man so schön sagt im Englischen, eat the meat and spit out the bones.
Iss das Fleisch und spei die Knochen aus. Behalte das, was gut ist. Prüfe alles gegen die Bibel. Lese solche Bücher, analysiere solche Bücher und halte sie gegen die Bibel. Das ist das, was ich tue. Und darum habe ich mir vorgenommen, dieses Buch zu lesen. Also, ich habe es bereits gelesen. Es ist auch nicht so lang, es ist 111 Seiten. Und wie bin ich dazu gekommen? Auch eine interessante Geschichte, um euch vielleicht mal eben zu erzählen. Ich hatte ja letztens die Videos gemacht von der größte Betrug seit dem Garten von Eden. Hauptsächlich halt über Daniel 9 und die Konsequenzen davon. Und irgendwie bin ich in meiner Studie auf ein Video gestoßen. Und in dem Video wurde ein Zitat erwähnt aus einem Buch. So, und das ist das Zitat, und ich lese es mal eben vor, vom Kirchenamt der Evangelischen Kirche Deutschland schrieb Oberkirchenrat Klaus Schwarz am 3. Februar 1994, Zitat: Für die Gastmitgliedschaft der Gemeinschaft der Sieben-Tags-Adventisten in der ACK, was das ist, da lernen wir dann drüber, wenn wir das Buch lesen, das ist die Arbeitsgemeinschaft der Christen, der christlichen Kirchen, gilt, dass hier zunächst eine ökumenische Zusammenarbeit von in Deutschland beheimateten Kirchen und Gemeinschaften im Blick ist. Diese Zusammenarbeit ist möglich geworden, da unseres Wissens die von Ihnen, also unseres Wissens der Evangelischen Kirche Deutschlands, die von Ihnen, von den Sieben-Tags-Adventisten, genannten Spannungen, bezogen auf andere Mitglieder und Gastmitglieder der ACK, von Seiten der Sieben-Tags-Adventisten keine Existenzgrundlage mehr haben. Jetzt sind da natürlich einige Leute, die sagen, ja, aber diesen Satz habe ich überhaupt nicht verstanden. Wenn ihr diesen Satz jetzt nicht verstanden habt, wenn ihr ihn aber verstehen wollt und wenn ihr wissen wollt, worum es geht, dann folgt meiner Lesung des Buches Ökumene und Weltregierung von Dr. Martin Kobialka, das ich auf meinem Kanal in Kürze anfangen werde. Das ist ein Nebenprojekt, so wie ich auch noch The History of the Inquisition auf meinem zweiten Kanal lese, so wie ich mit Tom Fress jetzt das Buch lese, The Origin of Futurism and Preterism, also der Ursprung des Futurismus und des Präterismus, was ich ja auch noch alles nebenbei mache, neben all den anderen Sachen. Dieses Buch habe ich nebenbei gelesen und werde ich nebenbei dann auch nochmal auf meinem Kanal lesen. Ich sage euch nur bereits jetzt im Voraus, ich werde das Buch zwar lesen, aber ich werde da Videos zu machen, wie auch dieses Video hier gemacht wurde. Einfach ein paar Bilder im Movie Maker zusammenstellen, die vor die Kamera laufen lassen und dann hier diese Standbilder haben und euch erklären, worum es geht. Ich mach mir da nicht die Mühe, da ein nach dem Motto wunderschönes Video drüber zu machen, weil es geht mir hier echt um die Botschaft. Ja? Ökumene und Weltregierung. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir alle begreifen, dass ich das Buch Alle Wege führen nach Rom hauptsächlich deswegen lese, um deutlich zu machen, warum alle Wege nach Rom führen. Wegen der Ökumene, wo wieder alle gleich gemacht werden. Und die lutheranische Kirche ist ja die erste, die 1999 ihren Protest aufgegeben hat und unterzeichnet hat, dass sie wieder zu Rom kommt und unter die Fittiche von Rom gekrochen ist. Ja? Mit der gemeinsamen Glaubenserklärung. Da habe ich ja Videos drüber gemacht im Englischen. Das könnt ihr euch angucken, die ersten drei Sendungen in Hour of the Truth in der Zeit. Aber wie gesagt, es geht mir darum, dass wir alle begreifen, dass diese Ökumene sehr, sehr gefährlich ist. Und die eine Weltregierung, ja, das wisst ihr ja sowieso. Und dass wir im Grunde daraufhin zustreben, wo wir herkommen. Nämlich auf die alte Weltordnung. Die neue Weltordnung ist ja nichts anderes als die alte Weltordnung wiederhergestellt, aber diesmal auf globaler Art und Weise. Die alte Weltordnung war im alten päpstlichen Heiligen Römischen Reich, wo der Papst die Kontrolle über alle Könige und Kaiser des Kaiserreiches hier in Europa hatte. In der damals mehr oder weniger bekannten oder zwischen Anführungsstrichen zivilisierten Welt. Und durch den Protestantismus hat er diese Macht verloren und durch die Jesuiten wird er diese Macht zurückgewinnen. Und wie das passiert, ja, da gehen die ganzen Buchlesungen drum, die ich mache. Und das sollte man ja inzwischen vielleicht mal hier und da interessant finden. Auf jeden Fall, ich werde also das Buch von Dr. Martin Kobialka, einen Sieben-Tags-Adventisten, lesen auf meinem Kanal
Ich freue mich da auch schon drauf, um das zu tun. Freue mich jetzt erstmal darauf, dass ihr vielleicht hier das zweite Kapitel ebenso genossen habt wie ich. Also heute habe ich nicht so viel gelacht, aber ich habe mich auch ein bisschen zurückgehalten, weil ich ja in einem Mikrofon gesprochen habe und nicht damals, wie damals, auf meiner Terrasse saß und in der Sonne mir den Pelz auf, mir die Sonne auf den Pelz brennen ließ und mich amüsiert habe mit dem Buch. Und außerdem ist ja normalerweise diese ganze Sache auch wirklich nicht lustig, aber ich fand es mal interessant, diese ganze Sache aus einem lustigen Blickwinkel zu sehen. Gut, hier werde ich dann das Video jetzt abschließen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr freut euch auch auf die kommende Lesung Ökumene und Weltregierung von Dr. Martin Kobialka auf dem Kanal von Joggler66, Stunde der Wahrheit. Und ich möchte das nochmal eben sagen, dass da kein Missverständnis entsteht. Wenn ich Werbung für meinen Kanal mache, wenn ich Werbung für meine Videos mache, dann mache ich das nicht, um Anerkennung von euch zu bekommen. Dann mache ich das nicht, um Lobpreisungen zu bekommen. Daumen hoch auf den Videos und alles drum und dran. Ich überlege mir sowieso, wie in Zukunft die Möglichkeit, Daumen hoch, Daumen runter zu geben und sogar die Möglichkeit, Kommentare zu geben, ausschließe von meinen Videos. Es geht mir um die Botschaft. Es geht mir um die Wahrheit. Da und um nichts anderes geht es. Ja? Und die muss ich rausbringen mit aller möglichen, mit allen Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen. Mit allen Möglichkeiten, die mir der Heilige Geist zur Verfügung stellt. Gut. Dabei belasse ich es dann mal. Also, bis zum nächsten Mal. Joggler66 von Stunde der Wahrheit meldet sich ab. Sagt einen schönen Tag noch. Wünscht euch Gottes Segen, dass er euch behüte und beschütze. Und lest eure Bibel. Haltet euch an eure Bibel. Und was ich von der Schlachterbibel halte, das wisst ihr ja seit dem Video, das ich jetzt, wann war das, gestern rausgebracht habe, sicher. Ne? Wie hieß das wieder? Pater Cinequis Erlebnisse, 50 Jahre in der Kirche Roms. Ne? Wenn ihr das nicht kennt, schaut euch das an. Dann wisst ihr, was von der Schlachterbibel zu halten ist. Das war ja gestern bereits veröffentlicht worden. Also, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Gott möge euch hüten und beschützen und segnen. Tschüss.